Yoho Rockstars, willkommen zurück zu einer MJ-tastischen Folge. Diesmal versuche ich, es Sneaky zu schaffen, hier rauszukommen. Und ich schätze mal, wenn ich einfach hier rumgehe, dürfte der links mich sehen. Oder? So, ich muss die Tür aufmachen. Das heißt, ich muss die ausschalten. Ach so. Natürlich geht er jetzt in die andere Richtung. Das heißt, ich muss erstmal den ausschalten. Oder? Geschockt. Komm, YOLO. Gerade jetzt dreht er sich natürlich um. Warum auch nicht? Okay, aber es ist ziemlich easy. Erstmal den wegschnäckseln. Dann einmal hier rumlaufen. Was? Normalerweise checken das nicht, wenn ich neben denen einen platt mache. Aber so auf ein paar Meter Entfernung. Das kriegt er mit. So, jetzt aber schnell. Ich bin einfach zu schlecht im Schleichen. Wie war nochmal der Code? Okay. 18. Juli. Ach, zum Glück weißt du das. Bingo. Alter. Super. Ich muss herausfinden, wo das Teufelsatemlabor ist. Hier drin muss doch was Nützliches sein. Er ist echt besessen von Spider-Man. Norman Osborn, GR27 Forschungstagebuch. Das Projekt geht den Bach runter. GR27 ist ein Heilmittel, keine Krankheit. Aber sag das mal den Nachrichtenleuten. Sie haben diesen morbiden Spitznamen aufgeschnappt, Teufelsatem, und benutzen ihn, um Hysterie zu schüren. Sie haben doch keine Ahnung, wozu es fähig ist. Ein Heilmittel für Krebs, Erbkrankheiten, Geburtsdefekte. Mit nur etwas mehr Forschung könnten wir es perfektionieren. Stattdessen darf ich die nächsten 18 Monate die Wogen glätten. Was für eine Zeitverschwendung. Der Teufelsatem ist keine Krankheit. Es sollte ein Heilmittel sein. Das ist ja unfassbar. Na gut, das wissen wir ja, aber im Moment ist es noch mit Abstand die schlimmste Krankheit, die man sich vorstellen könnte. Norman ist so richtig der verrückte Wissenschaftler. Wobei ich mir echt nicht sicher bin, ob er wirklich Wissenschaftler ist. Er hat zwar studiert und Was alles, ist das aber. hier? Oh. Prototyp-Handgranaten? In lila. Oder Kürbisform auch. Das schreit nach Green Goblin. Ich, DLC ist noch nicht gezockt. Es kommt ja danach. Und ich bin echt gespannt, ob der Green Goblin auch Wow, auftaucht. Norman gewinnt den Preis für die schickste Karte. Sieht nach Upper West Side aus. Die ist auf jeden Fall cool. Anscheinend verfolgt Norman Dr. Michaels Position. Gruselig. Aber das ist alles im Besitz von Oscorp. Krass, wie viel von New York denen gehört. Naja, fünf Gebäude, ne? Also, na gut, für New York-Verhältnisse ist das schon viel. Standorte von Sable-Truppen sind in der ganzen Stadt stationiert. So finde ich das Teufelsatemlabor. Es muss ein Oscorp-Gebäude mit jeder Menge Sable-Schutz sein, das von Dr. Michaels besucht wird. Ich wette hier. Ich suche ein schwer bewachtes Oscorp-Gebäude, das Dr. Michaels besucht. Hast du den Mike's besucht dann Dr. hier? Michaels war bei diesem Oscorp-Gebäude, aber die Sable-Leute fehlen. Das ist es nicht. Nein, das ist nur eine Sable-Streife. Weil das ist die Spur. Das müsste dann entweder das Gebäude sein oder das, wo er dann vorbei läuft. Oscorp-Gebäude.
Aber Michaels und Sable fehlen. Das ist es nicht. Wohl nicht. Waren wohl nicht die richtigen Kategorien. Keine der Streifen folgt Dr. Michaels Weg. Dr. Strom. Dieser Robotikexperte? Geschäftsgebäude. Ach so. Bravo, bravo. Wow. Das sind viele Datencenter. Keine Bewegung von Dr. Van Adder. Dr. Michaels leitet das Teufelsatem-Team. GR27. Das ist der Codename für Teufelsatem. Das ist es. 10. Ecke Cathedral. Ist das... Wusste ich's doch. 10. Ecke Cathedral. Oscorps Datenzentrum. Das perfekte Versteck für ein geheimes Biotech-Labor. GR27, Vorfall Martin Lee. Was ist das? Und wir nehmen auf. Ich bin gleich nebenan. Jetzt entspann dich und lass die Medizin wirken. Hilfe! Hilfe, bitte! Ich dachte, das sei nur eine Beratung. Der Junge schien bereit. Ich gehe da rein. Nein, das geht nicht. Es ist zu spät. Stopp, Hilfe! Hilfe! Getan. Oh mein Gott. Norman und Otto. So fing alles an. Sie erschufen Lee. Ich muss das haben. Was? Na! Wer ist da? Nein. Nein. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Ein Eindringling. Schlagt Alarm. Das Pete, ist... ich habe das Labor gefunden. Und noch viel mehr. Wie weit weg bist du? Zwei Straßen weiter. Ein Wort und ich bin da. Super. Mach dich schon mal bereit. Setze Patrouille fort. Das war so klischeehaft. Die bleibt hier stehen. Und MJ verkriecht sich hier. Und die guckt nicht mal dahinter. Warum auch? Da könnte ich einer verstecken. Och nee, bevor der mich erschreckt. Nee. Ach. Hören die das, wenn ich jogge? Nee. Ist denen egal. Den kann ich stehen lassen. Der interessiert mich auch nicht. Ich denke mal, das dürften keine Checkpoints sein. Okay, ich muss mit dem mitlaufen. Oder auch nicht. Okay, das passt. Einfach YOLO. Okay, den habe ich jetzt mal getriggert. Das war eigentlich richtig gut. Der Balkon muss frei sein. Der Balkon muss frei sein. Hey! Boss, wir haben sie! Pete, bist du da? Bin an der Lexington. Alles okay? Nur noch ein paar Sekunden. Nordwestliche Ecke. Pete, bereit? Warte, Moment! Zu spät! Du bist dran!
Alter. Du bist irre. Du bist unglaublich. Ich habe eine Tüte auf dem Kopf, was erwartest du? Aber man muss sagen, Eier hat die Kleine. Echt jetzt. Und hundertprozentiges Vertrauen in Peter. Krass. Das alles überfordert mich. Harry krank. Norman und Lee. Und Dr. Octavius. Ich weiß. Alles meine Schuld. Oh, jetzt geht das wieder los. Du bist nicht mehr allein, Pete. Miles und ich kümmern uns um Feast. Du findest Norman und das Heilmittel. Danke, Partner. Immer rein, die gute Stube. Also, ich werde jetzt einen kleinen ich Spoiler aussprechen. Antiserum holen und das Ruder herumreißen. Man muss doch irgendwie zu Lee und Otto durchkommen und sie von diesem Rachefeldzug abbringen. Sie haben beide so viel Gutes getan. Sie können das nicht wegwerfen, nur um Norman die Stirn zu bieten. Also, okay. Ich werde jetzt ganz kurz. Ich werde einen kleinen Spoiler aussprechen, also wer den nicht hören will, ganz kurz 10 Sekunden stumm schalten. Die Spinne ist hundertprozentig für Miles gedacht. Gehe ich jede Wette ein, dass MJ die so lange rumträgt, bis er gebissen wird. Okay, Spoiler Ende. Man will sich das Antiserum holen. Ich informiere Yuri. Einen Standardanzug angezogen. Hoffentlich was Gutes. Ja, Oscorp hat jetzt ein Antiserum. Ein Heilmittel? Gott sei Dank. Wie schnell kriegen wir es zu den Leuten? Das will ich gerade herausfinden. Das Labor ist Ecke 10 und Cathedral. Halt! Ich erfahre gerade, dass da ein Helikopter abgestürzt ist. Oh nein. Ist das Normans Helikopter? Ich würde ja Officer schicken, aber ich habe keine. Ich kümmere mich darum. Das hier ist bald vorbei. Versprochen. Ja, irgendwas sagt mir, so bald wird das nicht vorbei sein. Okay, eine Kampfherausforderung. Das heißt, Spider-Bro. Coco Spider-Bro. Ich sollte den Kerl lieber retten. Der ist schon kaputt, komm. Komm, Spider-Bro. Schlag doch zu. Ja, endlich, das wollte ich machen. Glaub mir, du bist nicht bereit. Anzugskraft bereit, das heißt, willkommen zurück, Spider-Bro. Der Bro ist so geil. Naja, ich kämpfe doch wie ein Mann. Ihr nutzt doch Schild und die ganzen Scheißwaffen und alles. Ich kämpfe nur mit den Fäusten. Und meinem Spider-Bro. Und Spinnennetzen. Aber das ist viel fairer als das, was ihr macht. Aber der zählt dazu. Na, hoch. Scheiß drauf, ganz kurz. Ja.
den. Boots. Boots. Alter. Na, der Perfektion. Weggeflext. Steve eigentlich gar nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Nicht perfekt. Verbesserungswürdig, aber gar nicht so schlecht. Also, so nah war ich noch nie an Gold dran. Ich habe es zwar erst zweimal gemacht, aber... Und Sable Außenposten. Hi. Na? Yuri, das klingt verrückt, aber die Sable Agents verhaften Personen und rauben sie dann knallhart aus. Du meinst Beschlagnahme von Vermögen? Das machen Drogendealer, Mafiosi. Ja, aber sie machen das bei Leuten mit fetten Autos oder Schmuck. Was sie zu Kriminellen macht. Behandle sie auch so. Mach ich. Bam. Das Land zu verlassen. Klingt, als ob du Erfahrung damit hast. Halt die Klappe. Dann kannst du es vielleicht nochmal machen. Das war ein Triple Kill. Oder ein Triple Hammer, besser gesagt. Durch die Scheißrüstung sterben die ja nicht so schnell. Also, gehen K.O., ne? Spider-Man tötet ja nicht. Der Spider-Man hat einen kleinen Gehilfen, der Leute, die vom Hochhaus fallen, an die Wand zieht. Treffer-Kombo. Spider-Bro, Spider-Bro, tut was ein Spider-Bro tut. Und zwar Sable Agents verprügeln. Rüber. Ah, ne, nicht, hat nicht geklappt. War zu weit weg. Ja, ja, und das ist eure Schuld. Ich bin echt nicht so stolz drauf. Ach, und ich spring genau rein. Okay, wenn ich da geblitzdings bin, kann ich mein Netz nicht abschießen. Du, was ist mit mir? Ich brauche auch Rückendeckung. Aber ein Spider-Bro kommt nicht. Tja, wie macht er das? Das wüsste ich auch gern. Oh, hey Jungs von der Verstärkung! Eure Chefin hat gerade gesagt, ihr sollt euch den Rest des Tages freinehmen. Der hat vor Schreck eine Granate fallen lassen. Putz. Warte mal. Vorrücken. Klappt das jetzt so? Umstellt ihn. Eieieiei. Naja, eigentlich kann ich das schon. Ich wollte gerade was testen, weil ich muss ja auch 10 Leute mit den Stolperminen zusammenhelfen. Eine Trophäe. Schlechte Nachricht, mehr Sable-Typen. Gute Nachricht, gibt's keine. Keine guten Nachrichten. Sable ist voller Bad News. Ich wollte sie sowieso fertig machen, aber so ist es noch lustiger. Danke. Klingt gut. Also Sable sollen eigentlich die Guten sein, machen aber eigentlich alles, was böse tut.
diese Kamera, ne? Ich will gerne in eine Richtung gucken, zack. Dreht sich um 180 Grad. Hat der einen Sniper? Also der Jetpack-Fuzzi. Aber ich habe mit einem Schuss so viel Energie verloren. Na toll. Ach so. Noch mehr von denen. Ich würde mich ja ergeben, aber nur, wenn ich auf dem Weg zum Knast die Sirene anmachen darf. Darauf würde ich aber auch bestehen wollen. Gut. Gar nicht. Also, es gibt natürlich Mittel und Wege, aber die verrate ich euch nicht. Soll ich ein bisschen Spielzeug mal ausprobieren? Was kann denn die Spider-Drohne? Ist jetzt die Frage, ist die stark oder... Lenkt die auf jeden Fall gut ab. Was, was? Ihr Jungs kriegt einfach nicht genug. Sag Silver Sable, ich bin nicht interessiert und sie soll aufhören, mich zu stalken. Naja, eigentlich habe ich ja angegriffen. Okay, die Drohne hat ihn gerade platt gemacht. War es ein Mann? War es eine Spinne? War es ein Polizist? Es war Spider-Corp. Halb Mann, halb Spinne, aber 100% Corp. Das war ein legitimer Move. Das war cool. Ich bin nicht verletzt. Ich ruhe mich nur aus. Gut. Alter, wenn ich jetzt gefesselt worden wäre, das wäre ein Volltreffer geworden. Die Drohnen sind cool. Offiziell bestätigt. Oh, alter Falter. Das war jetzt nicht so sexy. So, und fertig. Das hat länger gedauert, als es sollte. Ja. Yep. Leute noch befreien. Verdiene weiter EP, um Gesundheit und Nahkampf zu steigern. Okay, das ist cool. Ihr seid frei, Leute. Genießt die frische Kriegsluft von New York. Captain, die Leute sind alle draußen und haben ihr Eigentum wiederbekommen. Gut, und Sable International schwört, dass die Einheit angezeigt wird. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Das wird nie passieren. Aber ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Haut raus, Leute, und bleibt geschmeidig. Und beim nächsten Mal knöpfen wir uns... Ah ne, wir gehen zum Versteck. Das machen wir das nächste Mal. Haut raus und bleibt geschmeidig, Leute. Peace.